Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Bevor es mit dem richtigen Level losgeht, möchte ich euch zeigen, wie das Ding hier gemacht werden soll. Also, passt auf. Damit die Lunte schnell genug ist, müsst ihr hier drin sitzen und B gedrückt halten. Da hat man schon gesehen, da läuft die Lunte um einige schneller. Und das sollte dann schnell genug sein, damit man die Zeit schafft. Und ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ich hoffe, ich bin schnell genug. Wenn ich dagegen krache, wird das vielleicht nichts, aber ich probiere es weiter. Nein, mach das weg, mach das weg, mach das weg. Oh mein Gott, es reicht nicht. Es reicht eiskalt nicht, Leute. Ja, also man hat's ja jetzt gesehen, wie man es machen muss. Ach komm, ey. Man hat's ja jetzt gesehen, wie man es machen muss. Ich probiere es jetzt noch einmal. Und wenn ich es jetzt nicht hinbekomme, dann schneide ich euch den besten Versuch rein. Also da, wo es dann klappt, schneide ich euch rein. Ja, nee, das zählt nicht. Ein Moment. Nochmal. So, let's go. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich schon wieder so langsam bin. Scheiße. Okay. Dann schneide ich euch den besten Versuch rein. Bis gleich. Oh mein Gott. Dafür brauche ich noch nicht mal schneiden. Direkt da, wo ich ausprobieren wollte, das hier offcam zu machen, hat es direkt funktioniert. Alter, okay, man braucht anscheinend einfach nur ein wenig Ruhe. Muss sich einfach konzentrieren. Darf nicht zu viel rumlabern. Und dann klappt das Ganze hier. Aber es ist bockschwer. Also,
wenn man einmal irgendeinen Input verkackt, dann ist es eigentlich schon vorbei. Gut. Hier, das haben wir ja schon. Ja, ja, okay. Dann lasst uns auf ins Ambulance Center. In den Mitarbeiterbereich. Let's go. Ich weiß nicht, warum der Mitarbeiterbereich hier mitten in der Wüste ist. Aber vielleicht war das vorher ja auch keine Wüste. Bevor die Menschheit beendet ist. Vielleicht war das hier ja auch eine normale Stadt. Eine normale Stadt im Flachland, welche sich dann über Jahrtausende, über Jahrmillionen zu einer Wüste entwickelt hat. Ich meine, da wo jetzt oder heutzutage Wüsten sind, waren ja früher auch mal Ozeane. Teilweise. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich irgendwo dran vorbeigelaufen bin, aber... Gut, ich gehe erstmal weiter. Moment mal, was ist das da oben? Okay, da kommt man nicht ran, weil die Tasche wirkt so auffällig irgendwie. Keine Ahnung. Naja, gut. Okay. Ich hätte ja jetzt gesagt, dass man hier am Stromkasten was mit dem Igel machen muss, aber wenn ich den Igel benutze, kommt ja keine Elektrizität daraus. Also eher nicht. Ich finde es übrigens sehr cool, wie die Musik hier so abgedumpft ist. Und wenn man hier in den Bereich wechselt, ist sie wieder normal. Das ist richtig cool. Ich liebe dynamische Musik. Das gibt dem Spiel... Probiere 3 Sorten von Eiscreme. Okay. Zählt die? Nee, ne? Oh, das ist der Kegelstopfer? Okay. Ja, auch mal eine andere Art von Kegel. Ein bisschen lame, dass sie hier das... Model nicht verändert haben. Die Meta-Knight-Maske oben drauf. Ja, dass hier so dynamische Musik benutzt wird. Alles klar. Gibt dem Spiel einfach nochmal so eine Aufwertung. Es lässt das Spiel einfach lebendig erscheinen. Beziehungsweise so, als ob man selber im Spiel ist. Es ist einfach ein echt cooles Detail. Ich glaube, so kann man das auf jeden Fall sagen. Ja, und da ist auf jeden Fall ein Waddle-Dee, das hat man gehört und hat man natürlich auch an den... Okay, hier ist so eine Kapsel. Ich dachte, hier wäre der Stopfer. Aber nein. Hat man natürlich jetzt auch an den Stopfer gesehen. Ah, guck mal. Beziehungsweise nicht an den Stopfer. An dem Loch in der Wand. Und es wird einem sogar eine Münzspur zurückgelegt. Also, wenn man das hier verpasst, ist man echt selber schuld. Alles klar. Damit haben wir den ersten Waddle-Dee. Ciao, bis später. Okay. Ich muss aufpassen, dass ich nicht an einer Eiscreme vorbeirenne und das mit diesen
Löchern in der Wand. Scheint jetzt so das Feature des Levels zu sein, oder? Ah, guck mal, da unten ist ein Automat. Können wir das... Ja, Moment. Ja, okay. Das können wir hinabsenken. Können wir denn... Ja, okay. Wir können runterspringen. Und wir können uns auch, wieder hochporten. Okay. Das hat man ziemlich easy gesehen, dass hier was versteckt ist. Aber ich meine... Ich könnte es auch verstehen, wenn man dran vorbeiläuft. Nee, haut ab. Heute nicht. Dankeschön. Aber jetzt das noch ein viertes Mal. Jetzt das noch ein viertes Mal zu bringen. Mit dem Loch in der Wand wäre irgendwie ein bisschen lame. Also hoffe ich, dass sie jetzt davon absehen. Weil immer zurücklaufen zu müssen, ist auf die Dauer schon ein wenig nervig. Okay, da ist Bonus. Heißt, dass wir hier zuerst hingehen. Okay, hier können wir auf jeden Fall noch lang... Ja, okay. Ja, ja, Moment. Das ist doch ein Ringstopfer, oder nicht? Das ist doch wohl ein Ringstopfer. Was? Alter, was? Wie verwinkelt ist der Level denn? Also ich konnte unten noch lang... Dann gibt es hier noch Eiscreme. Ach, guck mal. Und das hier können wir rauskloppen. Aber wir brauchen dafür einen Hammer. Gibt es... Ja, ja, guck mal. Hier gibt es einen Hammer. Sehr gut. Uff. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht dann doch lieber erstmal unten lang sollte. Ich denke, ich schaue nochmal unten nach. Aua. Hallo? Gut. Weil, solange ich hier zurück kann... Ach so, Moment. Nee, hier geht's gar nicht weiter. Hier war nur ein... Heal-Item. Was ist hier? Von hier kommen wir. Okay, okay, okay. Alles klar. Ja, dann... Ist ja alles gut. Und da hier Bonus ist, sollten wir hier auch zuerst rein. Und hier ist ein Bonkers. Also, wenn wir keinen Affen bekommen hätten... Hier wäre ein Bonkers, von dem wir die Hammerfähigkeit bekommen. Und boah, der Hammer macht so viel abgefuckt viel Damage. Holy shit. Und guck mal. Da ist noch so ein... Ja, so ein Stempel, den wir reindrücken können. Und hier drüben auch. Ah, Moment. Okay, ist der dritte. Sehr schön. Hier drüben. So. Ist das eine Blaupause? What? Du hast die wilde Hammer-Blaupause erhalten. Also jetzt geht das aber echt zügig mit den Blaupausen, ey. Holy shit. Na, alles klar. So. Jetzt kloppen wir das hier raus. Erhalten den Ringstopfer. Und können damit
dann diese Truhe befreien. Oh, cool. Hier ist noch eine Kapsel. Und hier ist der vierte Waddle Dee. Was sind denn die Aufgaben dieses Levels? Wir sind ja fast am Ziel. Ah, okay. Hier brauchen wir noch eine andere Verwandlung. Aua. Also wir sind fast am Ziel und ich habe immer noch nur eine... Aua. Mann, hau ab. Eine Aufgabe aufgedeckt. Oh. Ah, okay. Okay, wir brauchen den Ring jetzt anscheinend nicht mehr. Und damit kann man sogar die diesen einen Waddle Dee verpassen, wenn man den die Truhe nicht befreit. Das ist krass. Ist hier eine Eiscreme? Nein. Okay. Guck mal, wie sie alle sitzen. Nett. Okay, das war der fünfte Waddle Dee. Ja, kommen wir. Wir müssen die besiegen. Vielleicht ist das... Aua. Vielleicht ist es ja auch eine Aufgabe. Aber nee. Natürlich ist es keine Aufgabe, ein Arschloch zu sein. Ist aber richtig so. Ist aber auch richtig so. Na. Weil die saßen da ja einfach nur friedlich. Haben hier, haben ihr Hut genossen. Und uns in Ruhe gelassen. Also wenn es dann Aufgabe gewesen wäre, die wegzukloppen. Ja, wäre schon assi gewesen. Aber ich muss das natürlich überprüfen. Und da ist die dritte Eiscreme. Also haben wir wenigstens das. Ja, okay. Nutze verschiedene Vollstopfmodi, um durch alle Löcher zu schlüpfen. Ja, alles klar. Aber was ist dann die dritte Aufgabe? Gibt's die hier noch? Kann ich die hier noch machen? Nein. Okay. Aber wenigstens 2 von 3. Und Wollem auch abgeschlossen. Nicht nur entdeckt. Okay, ja, ja, konnten wir nicht. Also, das konnte ich jetzt echt nicht riechen. Und das werde ich auch nicht zeigen, weil es ist ja keine große Challenge. Hätte ich den jetzt ohne Schaden besiegen müssen, ja, dann hätte ich es vielleicht gezeigt. Aber so jetzt einfach nur ganz normal besiegen, nee. Nee, nee. Raumschiff Fundaria. Alles klar. Die Mondscheinkluft erscheint noch als ein Level vor dem Boss. Und kriegen wir auch nochmal... Ja. Wir kriegen nochmal Straßen der Schätze. 2 an der Zahl. Also würde ich die jetzt auch direkt abschließen wollen. Wir beginnen mit dem Entdeckerschatz. Drehen und anvisieren. Der Turm der Ziele. Oh, das hört sich echt cool an. Okay, interessant. Au. In Kirby, ja, okay. Ah, was? Mann, Kirby, lad doch bitte auf. Dankeschön. Wie lange haben wir? 1 Minute.
Was war das denn jetzt? Okay, hier können wir uns ziemlich entspannt hinstellen. Hier kommt das Vieh nicht zu uns. Und ja, ich war auf jeden Fall zu langsam, war aber auch schon klar, weil ich denke, man darf sich hier nicht treffen lassen. Und wir werden auch dieses Mal andersrum laufen. Ich denke nämlich, das geht um einige schneller. Und ja, wir können direkt zwei Ziele wegmachen. Und da hatten wir jetzt auch sogar Glück mit den Kanonen. Ein weiteres Mal Glück. Auch, dass ich da nicht runtergefallen bin. So ein Vollidiot. Okay, alles klar. Nein, noch 10 Sekunden. Aber wir kriegen es hin. Okay, also am Anfang einfach nur links rumlaufen. Und dann bekommt man es ziemlich easy hin. Also erst links, dann rechts. Alles klar. Nice. Nächste Challenge. Das ist der Kristallegelschatz. Geil. Ich muss sagen, ich habe mich schon ziemlich auf diesen Schatz gefreut, weil die Eagle-Challenges, die waren immer ziemlich geil. Muss ich zugeben, dass ich die krass geil fand. Macht aber auch einfach Spaß, hier durchzurollen. Aber anscheinend ist das Dingen hier ziemlich schwer. Wie lange haben wir eigentlich Zeit? 45 Sekunden. Also dürfen 15 Sekunden übrig bleiben. Alles klar. Au. Hä, Moment mal. Ich verstehe das nicht so ganz. Was jetzt darüber entscheidet, ob man über eine Stufe drüber kommt oder nicht. Ich muss sagen, manchmal ist die Steuerung auch ein bisschen komisch. Okay. Aber dieses Mal sieht's echt verdammt gut aus und dann muss ich's verkacken. Oh mein Gott, Mann! Ich's nicht hinbekomme. Das wirkt eigentlich voll einfach. Wir müssen doch eigentlich die Stufe dann raufrollen. Ah, scheiße. Weil die Zeit sonst nicht reicht. Oder sehe ich das falsch? Stelle ich mich da jetzt einfach nur dumm an. Ja. Okay, man kann da sogar durchrollen durch die Kisten, aber es bringt mir halt nichts. Ich bin trotzdem zu langsam. Ja. Ich mag es nicht, dass es hier anfängt zu laggen. Was? Wie soll man das denn machen? Oder Moment mal, ich möchte kurz was ausprobieren. Nee, oder? Oh mein Gott. Okay, ich bin dumm. Ich bin so dumm. Ich glaube, das wird ein Fehlzusammenschnitt. Ja, man muss einfach nur A drücken. Man muss... Oh mein Gott. Gott, als ob ich das nicht geschnallt habe.
Ja, man muss einfach nur A drücken und dann kommt man über diese Stufen drüber. Aber vorher ging es doch auch so. Also, ich konnte manchmal einfach nur durchrollen. Ohne, dass ich irgendwie A gedrückt habe. Sehr, sehr komisch. Aber okay. Das verschafft uns die extra Sekunde, die wir brauchen. Und so kommen wir dann ins Ziel. Scheiße, Mann. Und das, obwohl ich echt nicht wirklich Zeit habe, um hier irgendwie groß rumzukatten. Aber gut. Ich werde wohl keine andere Wahl haben. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part mit der Mondscheinkluft weiter. Und das hört sich echt sehr cool an. Und ja, das würde auch erklären, warum es hier so dunkel wird. Es wird einfach Nacht. Also hier wird's Abend. Hier wird's dann Nacht. Und deswegen ist es hier auch dunkel. Das ist cool. Das ist echt cool, dass die an solche Kleinigkeiten gedacht haben. Na gut, genug rumgelabert. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.